Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es mal wieder um meine Ausrüstung und diesmal um meinen Werkzeugkoffer. Ich habe ja schon mal so ein ähnliches Video gemacht, aber da war mein Werkzeugkoffer auf gar keinen Fall so groß. Und ich nehme jetzt immer diesen Werkzeugkoffer mit, weil unterwegs ja wirklich einiges passieren kann und dann will ich gewappnet sein. Und in den letzten 2 Jahren hat sich der doch stark verändert. Und ich zeige euch heute mal den Inhalt von diesem Koffer. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Die Wettkampfsaison beginnt wieder und ich habe wieder geguckt, ob alles drin ist in meinem Koffer. Musste auch einiges wieder aktualisieren, weil ja, mal verliert man irgendwas, mal vergisst man das irgendwo. Und ja, da fällt einem noch manchmal das ein oder das ein und das muss immer alles dabei sein. Ich würde mal den Koffer einfach ausräumen und zeigen, was ich da mittlerweile alles drin habe. Und der ist auch bis oben hin voll. Und es hat sich auch wieder bewährt. Selbst beim letzten Mal in Norwegen musste ich wieder fast die Hälfte von diesem Koffer gebrauchen, um eine Reparatur zu machen. Und das nachts im Hotelzimmer. Und ich war froh, dass ich alles dabei hatte, was ich brauchte. Ganz am Anfang immer meinen EDC-Pack, denn manchmal reicht das nicht da drinnen und dann benutze ich noch dieses kleine Teil und das ist quasi, ja, kennt ihr ja, ne? So ein Multitool und da sind auch ein paar Sachen dran, die ich ab und zu benutze, wenn es mal schnell gehen muss. Aber das meiste, was hier dran ist, ist natürlich auch in dem Koffer drinnen und das brauche ich also nur, wenn es wirklich mal brennt unterwegs und ich den Koffer gerade nicht dabei habe, was auf meinen Touren eigentlich fast nie der Fall ist. Und dann habe ich das kleine Werkzeug aus dem EDC-Pack. Das habe ich euch schon vorgestellt und ich verlinke euch das Video, so dass ihr nachschauen könnt. So, packen wir mal das Ding aus. Ihr seht, das ist ein ziemlich großer Koffer. Steht da drauf, V-Projekte Werkzeug. Und ich glaube, es ist ein Munitionskoffer. Ich gucke mal, was drauf steht. Ammo-Can von irgendeiner Firma. MTM Case Guard, made in USA. Fakt ist, das Ding ist gut, das hält und das ist auch noch halbwegs geschützt da drin. Also, ich mache mal auf und wir gucken uns die einzelnen Dinge an. Ich muss mal so hinstellen, dass das nicht so stört. Na, egal. Also, es sind ein paar Handschuhe drin und die Handschuhe schützen, wenn ich mal dreckige Sachen machen muss oder, wenn das mal wieder anstrengender wird. Die habe ich immer dabei. Und die funktionieren. Ich habe auch dabei fällt schon der Dreck rum vom letzten Mal. Ich habe noch ein Tuch dabei und noch ein Tuch, um irgendwelche Dinge abzuwischen, wenn die fettig sind, wenn die ölig sind. Das braucht man natürlich zum Saubermachen. Und zum Saubermachen nehme ich dann auch ein bisschen Öl manchmal. Das ist hier in so einem kleinen Ölkännchen drin. Wie heißt das? Gunnex 2000. Und das braucht man natürlich auch. Ich habe auch sehr, sehr weniges Reinigungszeug hier noch mit drin. Also ich habe noch mal ein extra Reinigungspäckchen, was ich mitnehme. Aber hier ist noch mal eine Snake drin, im richtigen Kaliber, was ich da brauche. Und ich glaube, mein MC7 ist hier immer drin, weil das hier geschützt da drin steht, ganz klar. Ne? Also es ist die Reinigungsflüssigkeit, die ich unterwegs benutze und die ich auch zu Hause benutze. Was ist hier noch drin? Mein Gummibandersatz, falls er mir mal abreißt. Gerade für PRS-Wettkämpfe brauche ich Gummiband. Und ihr wisst, damit sichere ich immer meine Safety Flag. Also der Bolt wird nach vorne gezogen, damit die Safety Flag nicht rausfällt. Denn wenn die rausfällt, dann wird man disqualifiziert ohne Safety Flag. Und das möchte ich natürlich nicht. So, was ist drin? Es ist ganz oben drauf, sind kleine Schlüsselchen, ne? Die halte ich mal hier vor, da sieht man, jetzt lohnt sich schwarzes T-Shirt endlich mal. Das sind kleine Maulschlüssel und Ringschlüssel, die sind so klein, dass ich ja nicht mal die Größen lesen kann. Ich glaube, es geht hier mit 2 mm los. Falls man mal sowas ganz, ganz, ganz Kleines hat und das passiert halt. Irgendwo ist mal so eine ganz kleine Mini-Schraube, die aufgedreht werden muss. Deswegen ist so ein ganz kleines Set hier mit drin. Ich glaube, das ist von Stahlwille. Das ist eine gute Qualität und
kann ich nur empfehlen. Nimmt keinen Platz weg, ist wirklich mini-dünn. Aber wenn man sie braucht, hat man sie. Ich brauche sie selten, ehrlich gesagt. Aber es ist gut, wenn man sie hat. Dann habe ich mein ganz normales Set für den Schraubendreher. Da ist so ein kleiner Schraubendreher drin. Der ist jetzt nicht sehr groß, aber meistens macht man die Schrauben ja mit großen Schraubendrehern nur kaputt. Also reicht das. Und es sind etliche Bits hier drin, auch lange. Ne? Wenn man sich hier mal guckt, so, hier sind lange Bits drin. Und hier sind die anderen kurzen Bits alle drin. Und das ist hier so ein Magnethalter, die rutschen dann auch gleich rein. Das funktioniert einwandfrei. Und hier drüben sind jetzt noch ganz normale Inbusschlüssel, also Hex, Sechskant. Falls man mal irgendwo ran muss, ein bisschen Hebel, dann kann man damit super arbeiten. Das Ding ist super. Das habe ich schon eine ganze Weile. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, jetzt gehen schon die Klappen hier auf langsam. Dann habe ich natürlich meine Zangen. Die Zangen sind wirklich Gold wert. Denn ich habe einmal eine verstellbare Zange. Damit kann ich quasi jeden, also ein Zangenschlüssel ist es ja, kann ich jede Größe fast einstellen, die ich an der Waffe brauche. Es sei denn, ich habe irgendwas Besonderes. Also an meiner brauche ich nicht sowas Großes. Aber mit diesem kleinen Zangenschlüssel kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Das sind diese Mini-Ausgaben. Ne? Die ist ja wirklich sehr, sehr klein. Und dazu gibt es noch eine Wasserpumpenzange in Mini, Mini, Mini. Ne? Das ist ja wirklich sehr klein. Aber die ist auch Gold wert. Zum Festhalten reicht das am Gewehr auf jeden Fall. Da braucht man ja nicht so viel Kraft. Ja, das ist etwas, was ich unbedingt empfehlen würde. Das brauche ich wirklich sehr oft. Dann habe ich noch so ein kleines Päckchen. Das Schöne bei diesen Dingern hier von Vera ist, es gibt es auch von anderen Herstellern, es ist völlig wurscht, was ihr da kauft. Ich werde von denen noch nicht gesponsert oder sowas. Wie immer nochmal, alles ist hier selbst gekauft. Ich habe nichts geschenkt gekriegt und ich habe ganz normale Preise bezahlt. Also, das ist ein ganz normaler Schlüsselsatz. Ne? Hier habe ich hier meinen Schlüssel und meine Nüsse und kann hier schön mit der Ratsche arbeiten. Das ist ein Durchsteck aus dem einfachen Grund, weil der wirklich so klein ist, dass der überall hinkommt dann. Wenn ich hier so einen großen Büppel dran habe zum Umstellen, dann komme ich damit nicht überall ran. Und deswegen ist dieser kleine mit dieser Durchsteck, mit diesem Durchsteckvierkant auf jeden Fall besser. Ja, in den meisten Fällen ist er besser und reiner Stahl geht auch selten kaputt. Obwohl mein großer, muss ich ehrlich sagen, gerade kaputt gegangen ist, weil dieses kleine Knopfteil hier, das ist nur so ein Blech und das ist auseinandergefallen. Also auch nicht alles Gold, was glänzt. Naja, so teuer ist das nicht. Hier sind noch Bits mit drin und eine Verlängerung ist da noch bei. Das ist auch sehr schön. Die braucht man auch sehr oft. Irgendwas mit ein bisschen um die Ecke hier. So eine kleine Verlängerung. Und für die Bits ist natürlich hier unten ein Halter mit da drauf. Also das Ding ist auch sehr, sehr gut. Das benutze ich auch übrigens sehr oft, muss ich sagen. Das ist schon ein bisschen älter. Was habe ich hier noch drin? Ich habe, wenn es mal schnell gehen muss, habe ich noch zusätzlich, das sind Sechskant, also Inbus Sechskant, wenn es mal schnell gehen muss und ich viel Kraft brauche, dann kann ich einfach klack, klack hier ordentlich ansetzen. Das geht dann wirklich sehr, sehr schnell. Das ist so ein harzer Teil und das ist gar nicht so schlecht. Ne? Ich kann die hier hochbiegen und dann kann ich die benutzen. So ein Standardding braucht man nicht wirklich. Aber ich habe den da immer mit drin. Ich weiß selber nicht warum. Also für die schnellen Sachen geht das schon. Spezialwerkzeug, da will ich noch gar nicht hin. Ich nehme mal meine Tasche hier raus. Ich habe hier so eine kleine Tasche, die ist wirklich ganz, ganz dünn. Das ist nur so Nylonzeug. Und da ist aber sehr, sehr viel drin. Und zwar alles, was hier nicht durcheinander fliegen soll. Deswegen diese kleine Tasche. Da ist eine weitere Tasche drin. Da wollte ich eigentlich so ein Set nehmen, wieder mit so einer Tasche, aber das war alles zu groß. Deswegen habe ich meine ganzen Maulschlüssel, die kleinen, die ich brauche, die sind hier so klein, die kommen hier gar nicht raus. Also hier ist noch ein ganz kleiner drin. Ne? Da. Das ist aber die nächste Größe nach dieser Packung. Ja, das ist die ganz, ganz mini, mini, mini klein und dann geht es los mit dieser Größe. Und da habe ich quasi jede Größe, das wird immer ein bisschen größer dann, habe ich dabei.
bis zur Größe 10. Mehr ist hier nicht drin, bis zur Größe 10. Oder ist das hier 12? Ne, das ist auch 10. 10 habe ich natürlich zweimal, 8 auch und so weiter. Das heißt, hier sind meine Maulschlüssel drin und die sind halt in diesem kleinen Tuch. Nehmen die nicht viel Platz weg. Ne? Das ist hier wirklich sehr, sehr klein und passt dadurch da rein. Ne? Ohne großartige Verpackung reicht. Ja, hier sind nochmal Bits in TX, also jede Größe, die habe ich hier schon drin, aber die sind hier länger und die sind da irgendwie reingewandert. Brauchen wir wahrscheinlich nicht extra. Habe ich aber immer da drin mit. Naja, und hier sind nochmal andere kleine Bits, ganz komische Größen. Das sind hier teilweise auch zöllige Größen, aber keine gute Qualität. Deswegen, dazu komme ich gleich noch, habe ich hier noch andere Sachen bei. Hier ist noch so ein, ja, nochmal so ein kleiner Schraubendreher extra. Und ja, hier ist eine kleine Leere zum Messen von Abständen. Und das sind ganz bestimmte. Die dicken braucht man nicht, die ganz dünnen braucht man auch nicht. Ich habe mir die zusammengebaut aus so einer dicken Messfühlerleere und habe quasi die wichtigen, die für mich wichtig waren, alle hier zusammengeschraubt. Und das reicht mir dann. Ne? Die habe ich mit, also eine Fühlerleere. Und dann habe ich hier meine Durchschlagstifte drin. Moment, meine Durchschläger. Das sind die von Gedore. Ja, die braucht man öfter mal an der Waffe, um kleine Sachen durchzuschlagen und größere und so weiter. Also die sind wirklich wichtig und da braucht man ordentliche, sonst macht man sich die Waffe kaputt. Und dann sind hier drin jede Menge zöllige Inbusschlüssel. Das sind alles zöllige Inbusschlüssel. Und das ist im Prinzip ein kleiner Satz ja, von ganz, ganz klein. Ich weiß gar nicht, was da drauf steht. Und einen dicken Schraubendreher, ein ganz dicker mit einer Klinge, falls man mal irgendwo richtig anfassen muss. Und ich brauche den dafür ganz bestimmte Sachen. Was ist hier noch drin? Eine kleine Nagelfeile. Und die Nagelfeile, da wundert man sich natürlich. Das hat man ja nicht hier im Koffer, sondern in der Waschtasche. Da war die vorher auch, aber Achtung, das ist eine Diamantfeile. Und mit der Diamantfeile musste ich letztens im Hotel, genau in dem besagten Hotel in Norwegen, etwas abfeilen. Und das geht. Man kann damit auch Edelstahlkanten feilen, weil das eben diamantbesetzt ist. Und man kann eine echte Feile kaufen. Aber jo, die geht auch. Ja, da habe ich gestaunt. Und die ist jetzt hier immer mit drin, bis ich eine mal gekauft habe. Wahrscheinlich nie. Aber naja. Das ist alles in diesem kleinen Täschchen drin. Ich gucke mal, was hier noch drin ist. Es ist noch eine Menge drin. Ja, für meine Remington 700 Schlagbolzen. Ne, Verschluss auseinandernehmen. Die beiden Teile sind Gold wert. Das geht alles viel, viel einfacher. Braucht man nicht irgendwie rumzirkeln. Kostet nicht viel. Und kann ich nur jedem empfehlen. Kennt ihr wahrscheinlich, na, diese beiden Teile zum Auseinandernehmen. Das ist wichtig. Dann habe ich natürlich Drehmomentenschlüssel mit. Und zwar einen ganz, ganz kleinen. Das ist wie so ein, ne, ich hole den mal raus. Wie so ein Schraubendreher für ganz, ganz kleine Sachen, die eventuell am Zielfernrohr mal gemacht werden müssen. Also nicht mal die großen. Also nicht die Montage, sondern an anderen Stellen. Und mein normaler Drehmomentenschlüssel. Und der ist, geht von 1 bis 6 Newtonmeter. Von 1 bis 6. Das ist vor allem für die Montagen am Zielfernrohr und auch für andere Dinge, die wenig Newtonmeter brauchen. Wenn man dann mehr braucht, also so, so 7, 8, 9, 10, da kann man mit der Hand schon mal ein bisschen besser arbeiten. Das ist nicht mehr so kritisch. Ja, der ist dabei und noch ein Stück Gummi. Und hier habe ich noch einen Hammer bzw. zwei. Und das Ding ist gut. Wo habe ich das überhaupt her? Das kommt von Wieler. Das habe ich bei Braunels gekauft. Genau. Und da sind zwei Hämmerchen drin. Und die sind wirklich gut. Die sind nicht teuer. Aber damit, man arbeitet ja nicht jeden Tag damit. Und völlig ausreichend. Ne? Also ein ganz kleiner. Piep, piep, hier mit einem Plastikteil vorne dran und einem Gummiteil. Also ja, das ist Gummi. Also es ist hart auf jeden Fall. Hartes Gummi. Und es gibt noch, ja, es gibt noch so ein, wie heißt denn das? Ich hole das mal raus. Hier so ein Messingteil, ne? Sieht man, so ein Messingteil kann man da anschrauben. Und dann gibt es noch, glaube ich, ein weicheres oder ein härteres, ein Plastikteil. Also ein Gummiteil, ein schwarzes Plastikteil, so ein Plastikteil und ein Messingteil. Ja, ist eine super, super Geschichte und lässt sich auch gut mit
arbeiten. Ne? Ist jetzt nicht riesig, weil ich will nicht die Waffe kaputt kloppen. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ich gucke mal, dass ich das irgendwie in der Beschreibung verlinke oder auf fesab.de müsste das auch drauf sein alles. Ja, das ist, glaube ich, alles. Also ich finde, das ist schon eine ganz schöne Menge und das habe ich auch alles schon gebraucht. Ja, das finde ich schon interessant, dass man so viel Werkzeug unterwegs gebrauchen kann. Natürlich nicht nur an der Waffe. Das war's. Das sind meine Dinge, die ich mitnehme und die unterscheiden sich doch schon sehr, sehr stark zu dem letzten Video von vor 2 Jahren. Und deshalb habe ich euch das Ganze hier nochmal gezeigt. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.